Ich weiß, Leute, ich weiß, ihr wartet auf ein neues Video und eigentlich wollte ich heute mit euch über das Wort Reisen sprechen. Reisen, verreisen, ich bin gereist. Naja, die Sommerferien stehen sozusagen vor der Tür. Andere haben vielleicht schon Urlaub geplant, aber mir ist gerade eingefallen, ich habe heute überhaupt keine Zeit für ein Video. Nein, nein, nicht weil ich jetzt verreise, aber Petra und ich, wir wollen verreisen. Ja, wir wollen zusammen eine Woche verreisen und ich habe ganz vergessen, ich muss den Urlaub noch mit Petra planen. Ich sollte sie heute Morgen schon anrufen und oh, ich habe das voll vergessen, Leute. Ich weiß auch nicht, ich bin manchmal ein bisschen vergesslich. Ich müsste jetzt ganz schnell mal Petra anrufen und mit ihr unsere Reise, unseren kurzen Urlaub planen. Es tut mir echt leid. Ich weiß, ihr wartet jetzt, ihr seid enttäuscht, weil ich sollte ja jetzt mit euch über das Wort Reisen sprechen. Aber wir können einen Kompromiss machen. Ich telefoniere erst ganz schnell mit Petra, bespreche mit ihr meine Reise oder unsere Reise. Also ich bespreche mit Petra, wohin wir verreisen und dann reden wir über das Wort Reisen. Wäre das für euch in Ordnung? Ja, ihr dürft auch dabei bleiben. Bleibt bitte dabei und ich quatsche kurz mal mit Petra über unsere Reise. Ich verspreche euch auch, ich mache es kurz, also so kurz wie möglich. So ganz kurz kann ich nie mit Petra telefonieren, weil ihr wisst ja, wenn Petra und ich erstmal anfangen zu reden, naja, ich bespreche gerade mal unser Reiseziel und wann wir losfahren wollen oder wann wir losfahren können und dann bin ich wieder bei euch. Aber lauft nicht weg, bleibt da, ja? Bis gleich. Petra, Petra, gut, dass du dran bist. Ja, ich weiß, entschuldige. Ich wollte dich heute Morgen schon anrufen. Du, ich hab's total vergessen. Nein, du kennst mich doch. Da kam so viel dazwischen. Und ja, ich weiß, die Zeit, die drängt. Wir müssen jetzt unbedingt über unsere Urlaubspläne sprechen. Hast du denn überhaupt noch Zeit und Lust, mit mir zu verreisen? Ja? Ja, war doch nur Spaß. Du, sag mal, wo wollen wir denn jetzt hinreisen? Also, ja, du weißt, ich habe Lust, nach Italien zu reisen, ist auch nicht so weit von uns, aber wir könnten auch mal woanders hinreisen. Ach, Petra, du, mir fällt gerade was ein, bevor ich es vergesse. Ich soll dich etwas von einem Schüler von mir fragen. Ja, ja, ein Schüler aus Brasilien. Und er hatte mir geschrieben, ich soll unbedingt Petra fragen, ob sie schon mal in Brasilien war. Und das tue ich jetzt. Petra, warst du schon mal in Brasilien? Also ich bin noch nie nach Brasilien gereist. Bitte? Du warst wirklich schon mal in Brasilien? Du bist schon mal durch Brasilien gereist? Du hast schon mal eine lange Reise durch Brasilien gemacht? Eine Rundreise? Sag mal, das hast du mir ja noch nie erzählt. Naja, ich bin deine beste Freundin und wir reden so oft über den Urlaub. Ach, weißt du was, das hättest du mir aber schon mal erzählen können, dass du so eine tolle Reise gemacht hast. Auf jeden Fall kann ich meinem Schüler jetzt erzählen, also vielleicht ist er auch da. Hallo, bist du gerade da? Ich quatsch gerade mit Petra über deine Frage. Ja, Petra war schon in Brasilien. Ja, Petra, nein, nein, ich habe nur gerade meinem Schüler gesagt, also der gefragt hatte, ob du schon mal in Brasilien warst. Ich habe ihm gerade gesagt, dass ich mit dir darüber rede. Und ja, ich sehe gerade, er freut sich total, dass du auch schon in Brasilien warst. Viele Grüße von Petra. Ja, Petra, ich habe ihn schnell mal von dir gegrüßt. Also du hattest eine Brasilienreise. Wie lange ist denn das her? Ah, vor 3 Jahren seid ihr nach Brasilien gereist. Wer ist alles gereist? Bist du alleine gereist? Ah, nee, 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 okay. Dein Mann ist mitgereist. Ihr seid zusammen gereist. Ihr habt zusammen die Reise gemacht. Boah, super. Ja, Wahnsinn. Du, ich bin ganz neidisch auf so eine tolle Reise, die du gemacht hast. Nein, ich gönn's dir, das war Spaß. Ich meine, so viel wie Sabine reist, reist du ja nicht. Aber meinst du, Sabine war auch schon mal in Brasilien? Meinst du, Sabine ist schon mal nach Brasilien gereist? Meinst du, sie hat eine Reise nach Brasilien gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hätte uns erzählt, wenn sie schon mal nach Brasilien gereist wäre. Also nun mal noch mal zu unserer Reise. Petra, wohin wollen wir reisen? Wollen wir nicht doch nach Italien? Okay, du willst woanders hin. Wo möchtest du hinreisen?
Ah, okay, das könnten wir auch machen. Eine Rundreise durch die Schweiz. Stimmt, wir sind ja hier im italienischen Teil. Also in der Zentralschweiz haben wir schon mal gewohnt, aber natürlich, da kann man auch noch mal hinreisen. Ich kenne natürlich nicht alles. Ich kenne nicht alle Städte in der deutschsprachigen Schweiz. Aber was hältst du davon, Petra, wenn wir durch die Schweiz durchreisen und mal in den französischen Teil reisen? Da war ich noch nie. Du auch nicht? Super, vielleicht können wir sogar so 2, 3 Tage noch nach Frankreich reisen, wenn wir schon da an der Grenze sind. Okay, wir sollten uns nicht zu viel vornehmen, sonst wird die Reise vielleicht etwas zu anstrengend und zu lang. Also reisen wir durch die Schweiz und gucken mal, ob wir dann ja in der Schweiz bleiben, im französischen Teil, oder ob wir weiterreisen. Sag mal, habt ihr noch andere Reisepläne, du und deine Familie? Nee, habt ihr nicht? Ah, du musst wieder so viel arbeiten. Ach du Arme, kannst du dir keine Zeit nehmen für eine Reise? Und was machst du eigentlich? Naja, deine Kinder haben doch Ferien. Verreisen die Kinder? Ach, die reisen zu den Großeltern. Okay, sie machen eine Reise zu den Großeltern. Sie sind in den Ferien bei den Großeltern. Das ist doch super. Ja, prima. Petra, ich glaube, ich muss mal Schluss machen, weil ich hatte meinen Schülern versprochen, dass wir heute über das Wort Reisen sprechen und Verreisen sprechen. Und naja, es passt jetzt ganz gut, weil ich ja auch mit dir noch über unseren Urlaub, über unsere Reise sprechen wollte. Petra, lass uns doch noch mal später darüber sprechen, ob wir jetzt wirklich durch die Schweiz reisen, ob wir eine Rundreise durch die Schweiz machen oder nicht. Wir können ja unsere Reisepläne heute Abend noch mal in unserer Pizzeria besprechen. Was meinst du? Sollen wir das machen? Um 8 passt mir auch gut. Petra, bis dann. Tschüss. Leute, ich weiß, es war jetzt wieder ein bisschen länger, mein Gespräch mit Petra. Ja, ich meine, diese ganzen Reisepläne. Sollen wir weit wegreisen? Wollen wir in der Nähe bleiben? Wohin wollen wir überhaupt verreisen? Naja, es muss ja alles genau besprochen werden. Ihr wisst ja, und Frauen reden ja oft auch mal so ein bisschen länger. Und ich meine, ich verreise ja auch nicht jeden Tag. Es ist schon was Besonderes für mich. Wie ist das eigentlich mit euch? Verreist ihr dieses Jahr? Habt ihr schon Reisepläne gemacht? Wo macht ihr Urlaub? Wo macht ihr Ferien? Schreibt es mir doch gerne mal als Kommentar. Oder wenn ihr keinen Urlaub machen könnt, weil vielleicht habt ihr gerade keinen Urlaub oder es ist zu teuer, aber vielleicht habt ihr einen Wunsch, wohin ihr mal verreisen möchtet. Schreibt mir auch gerne als Kommentar eure Reisewünsche, wenn ihr das wollt. Oder schreibt mir doch mal, wo ihr schon wart. Wo seid ihr schon hingereist? Wo wart ihr schon? Wohin habt ihr schon Reisen gemacht? Also mein Mann und ich, wir überlegen schon, dieses Jahr noch nach Italien zu fahren. Und jetzt gerade, wo Petra woanders hinreisen möchte, denke ich, werden mein Mann und ich noch mal nach Italien reisen. Ich würde gern mal in den Süden Italiens reisen. Vielleicht machen wir das im September. Im Sommer ist es sehr heiß und wir müssen auch noch ein bisschen arbeiten. Ich denke, so Mitte September zu verreisen, gerade nach Süditalien, wo es ein bisschen heißer ist, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Also reisen, in den Urlaub fahren, in die Ferien fahren. Übrigens, Ferien sagt man eher bei Schülern oder auch bei Lehrern. Urlaub ist dann bei Arbeitnehmern, also wenn man in einem Büro arbeitet oder in einer Firma arbeitet. Ich verreise, du verreist, wir verreisen. Sie, Petra, verreist. Sie, Petra und ihre Familie verreisen. Naja, letztes Jahr bin ich verreist oder gereist. Ich bin durch ein Land gereist, zum Beispiel. Ihr seid gereist oder verreist. Petra ist verreist oder gereist oder eben in der Zukunft. Im September werden wir, mein Mann und ich, verreisen. Petra wird verreisen, ihr werdet verreisen, also immer verreisen, verreisen oder eben nur reisen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt zu dem Wort Reisen, schreibt auch das mir gerne als Kommentar. Ich glaube, grundsätzlich ist es nicht ganz so schwierig, das Wort Reisen anzuwenden. Reisen oder Verreisen, also irgendwo Urlaub machen oder in die Ferien fahren. Ja, schreibt mir gerne, wohin ihr fahrt oder wo ihr schon mal wart. Ich bin neugierig. Also ich verreise gerne, allerdings ich brauche das nicht immer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ganz gern zu Hause. Also ich muss nicht immer verreisen. Es gibt ja Menschen, die haben so eine Art Fernweh. Also sie wollen immer so gerne woanders sein, in der weiten Ferne sein.
Das geht mir ehrlich gesagt nicht so. Also ich verreise gerne, aber ich bin auch gerne zu Hause. Und bevor ihr jetzt alle verreist und weggeht, gebt mir doch schnell noch einen Daumen rauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!